Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft hier in unserem Keller. Wir haben, glaube ich, schon lange nicht mehr hier unten angefangen, müssen allerdings auch gleich hoch, denn ich habe für heute eine kleine Mission, um unsere Tierfarm da unten so ein bisschen aufzustocken. Ich würde gerne versuchen, endlich Schafe herzubekommen oder vielleicht auch ein Schwein. Beziehungsweise ja dann zwei. Einfach, dass wir halt von allem wieder ein bisschen was haben. Und wir haben Besuch. Okay. Ich lasse mal rein. Hey, kommt rein. Ihr seid herzlichst hier willkommen und so. Hallo? Oh, du nicht. Ohne Kartoffel. Toll. Die habe ich unbedingt gebraucht. Ich schau mal, ob wir schlafen können. Hallo, geht's noch? Raus hier. Es sind Monster in der Nähe. Sag mal, was machst denn du eigentlich hier? Du hast hier doch eigentlich gar nichts zu suchen. Gut, das mit dem Schlafen hat sich dann erledigt. Das ist gerade ein bisschen ungünstig. Wir bräuchten auf jeden Fall Leinen. Ich nehme mal 8 Stück mit. Also alle, die wir haben. Hey. Miau. Ist blöd, dass wir halt gerade hier ein bisschen festsitzen. Allerdings könnten wir... Haben wir Bücher da? Wir könnten in der Zeit das eine oder andere Buch verzaubern. Der Level wird es ja mitmachen. Aber schaut eher schlecht aus. Und das könnte ich unten noch schnell mit reinschmeißen. Glück 3. Wo wollte ich Glück 3 drauf machen? Ich meine, auf der Hacke habe ich es ja schon. Weiß ich gerade nicht. Haben wir halt übrig. Ja, alles, was wir jetzt hier so da haben, ist relativ unnötig. Ich weiß auch immer noch nicht, was wir mit den ganzen Räumen machen, die wir jetzt übrig haben, weil wir sie ja nicht mehr nutzen. Wir hätten ja hier auch Platz. Wir könnten, allerdings, wir könnten ja auch mal wieder Tränke machen, wobei ich mich da nicht so gut auskenne mit den ganzen Rezepten. Von daher hat sich das ja eigentlich auch erledigt. Auf jeden Fall können wir hier mal wieder ernten. Das, so viel steht fest. Dann haben wir wieder ein paar Netherwarzen übrig, die wir letztendlich wahrscheinlich gar nicht nutzen. So. Die waren hier. Ach, hier haben wir auch noch Spinnenaugen. Wir haben einiges da. Und wir haben auch noch einige Tränke der Schwäche. Ist auch schön. Ja, gut. Wir haben halt Sachen, die wir nicht verwenden. Das ist ja allgemein bekannt, dass sowas sehr gut ist. Die Öfen hier gehören eigentlich auch mal weg. Das heißt, die nehme ich auch mal mit. Genauso wie die Werkbank. Das hat hier alles nichts mehr zu suchen. Ich würde es ja gern gleich aufräumen, aber wir kommen gerade nicht raus. Stattdessen würde ich unten im Keller den Seetang noch mit in den Industrieofen schmeißen. Dann kann der mit durchbrutzeln. Und ich muss hier auch mal die Blöcke ein bisschen leiser machen. Das ist ja... Ich hoffe, dass das Wasser zu den Blöcken zählt. Mache ich einfach mal auf 30. Ja, ist nicht wirklich leiser geworden. Blöd. Irgendwie. So, dann wieder hoch.
blub, 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 blub. Gut, wir können jetzt eigentlich bloß warten, dass endlich Tag wird. Dürfte nicht mehr zu lange dauern. Schlafen können wir immer noch nicht. Im Lagerhaus würden wir vermutlich gerade nicht wirklich sicher ankommen. Da draußen geht gerade ganz schön was ab. Richtig Party. So, hier die Öfen sind alle leer. Hier könnte ich die Werkbank noch mit reinschmeißen. Auch wenn die Kiste ja auch schon ziemlich voll ist. Sonst gibt es hier gerade eigentlich nichts zu tun. Ist natürlich auch blöd, wenn man nichts machen kann. Aber es wird ja gerade Tag. Und bevor wir loslegen und weggehen, sollten wir vielleicht erstmal so einen kleinen Steg bauen. Irgendwo, wo wir nicht jedes Mal über die Mauer klettern müssen. Okay, ihr sterbt gerade sowieso alle. Hey. Mal kurz, aua, mal kurz ins Lagerhaus. Dankeschön. Steine aufräumen. Unten das Fleisch und so. Also das verrottete Fleisch brauchen wir auch nicht. Eine Kartoffel haben wir hier. Den goldenen Apfel behalte ich. Die Fäden können wir aufräumen. Und das war's dann auch schon. Den einen Pfeil. Wow. Einen Steg. Am optisch schönsten wäre das, glaube ich, mit den gelöschten Lagerfeuern. Also brauchen wir Holz. Wovon haben wir denn? Ich glaube, Eiche haben wir gerade relativ viel. Dann bräuchten wir Zäune. Das könnten wir eigentlich auch aus Eichenholz machen. Haben wir irgendwo von irgendwas zufällig gerade ein Zauntor? Wir haben zwar Zäune, aber leider keine Zauntore. Dann nehme ich mal die Fichtenzäune mit und wir machen uns einfach auch ein Fichtenzauntor. Zauntor. Dann brauchen wir Kohle für die Lagerfeuer. Ich würde mal so 10 Stück machen, also brauchen wir 10 Kohle. Und ich brauche... Ah, ich glaube, ich sollte auch... Oder? Nee, ich plane schon wieder um. Wir machen 12 Lagerfeuer, der Steg wird 3 breit. Okay, wir brauchen noch mehr Holzstämme. Ist ja aber kein Problem. Einen Wassereimer bräuchten wir dann auch noch, aber das können wir auch später machen. Und dann würde ich hier so rausbauen. Das Ganze trotzdem villagerfreundlich, so dass sie eben nicht abhauen können. Au. Und die sollten, glaube ich, ganz cool... Ah, Mist. Die sollten eigentlich ganz cool aussehen, wenn man sie löscht. Hab ich mal gehört. Natürlich müssen wir sie dafür auch erst löschen. Ah, heiß. Ich hole mal eben einen Wassereimer.
In der Hoffnung, dass wir eine oben haben und ich jetzt nicht extra in den Keller muss. Okay, wir haben zumindest Eimer. Ist ja egal, ob der voll ist. Wasser haben wir. Jetzt schnell nicht, dass wir uns wieder verbrennen. Okay, das liegt natürlich jetzt am Texturpaket. Da schaut das doch nicht so geil aus. Ich würde euch gleich mal kurz zeigen, wie das ohne das Texturenpaket aussieht. Dann werdet ihr verstehen, was ich gemeint habe. Dafür machen wir hier einmal Ressourcenpakete Default. Ja, so wäre das zumindest nicht ganz so hässlich. Außer, dass ich auch die Reihen nicht so schön habe. Aber ich will ja die Texturen eigentlich, ich will ja mein Texturenpaket behalten, weil das hier ist halt, ja, geht so. Also sollten wir uns vielleicht doch was anderes überlegen. Dann nehmen wir wohl ganz normal einfach Holzstufen. Weil so möchte ich das nicht unbedingt lassen. Ich will wieder mein Ressourcenpaket. Das gefällt mir einfach optisch viel, 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 viel besser. Und ich glaube, ich muss auch die Musik wieder einen Ticken leiser machen. So, ich denke, so ist es besser. Gut, die Lagerfeuer können wir dann... Da fehlen zwei. Die könnten wir dann aber auch einfach aufräumen. Wo sind die anderen beiden? Ich weiß genau, ich hatte 12. Ach, hier. Die können wir dann aufräumen. Was wir mit denen machen, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Die wären ja mit den Bienen interessant, die wir aber bei uns sowieso nicht haben. So, gut, Fichtenstufen. Ich habe auch keine passende Truhe jetzt für Lagerfeuer, weil meine Werkzeugtruhe im Haus, die ist ja sowieso schon fast voll. So, hier möchte ich auch bloß einen halben Block runter, dass wir direkt über dem Wasser sind. Einfach so als kleinen Anlegesteg für unsere Boote. Komm, einen gehen wir noch raus. Ich denke, so kann man das schon lassen. Ach ja, das ist natürlich super. Auch nicht so schön. Aber zumindest darunter, um das Ganze abzustützen. So. Irgendwo ist doch ein Ertrunkener. Ich höre es doch blubbern. Mal schauen, wie weit wir mit den Zäunen kommen. Ertrinken können wir hier sowieso nicht. Ich glaube, so kann man das schon lassen. Schaut jetzt nicht so blöd aus. Dann machen wir hier zu. Setzen uns ins Boot und ja, machen uns auf die Jagd nach Schafen. Ich schwimme einfach mal in die Richtung. Da haben wir auch unsere Hunde her. Wir brauchen ja bloß zwei Schafe. Dann klappt das.
Außen kann ich hier einfach so vor mich hinrudern und nebenbei trinken. Das ist super. Hier hätten wir schon Festland. Wenn jetzt auf diesem Festland gleich Schafe wären, wäre ich sehr, sehr dankbar. Momentan sehe ich noch nichts. Gut, ich sehe momentan noch allgemein gar keine Tiere, außer unter uns die Fische. Boah, der Delfin geht ja tierisch ab. Aber es wären auf jeden Fall schon mal Schafe hier. Schafe, Schweine. Ich rede von Schwein. Ich lasse hier mein Lagerfeuer, dass wir auch sehen, wo wir hin müssen. Den Rest kann ich hier mal hochräumen und die Leine schon ausrüsten. Schweine fände ich schon ganz gut. Wichtiger wäre mir jedoch trotzdem die Schafe. Da hätte ich einfach mehr von. So zwecks Wolle und so. Das heißt, wir laufen hier jetzt einfach mal so ein bisschen durchs Gebüsch. Schauen uns um, ob wir was finden. Hier fehlt ein Grasblock. Das ist ein Indiz, dass hier ein Schaf gegessen hat. Vielleicht haben wir ja Glück. Weil durch den Dschungel, wissen wir, mussten wir ewig weit laufen, bis wir überhaupt mal was gefunden haben. Man könnte zwar schon die Schweine irgendwie am Wasser einsperren, dann müsste ich aber jetzt nochmal Zäune machen. Wir wissen ja zumindest schon mal, dass die Schweine hier sind. Hallo Schafis. Ja gut, Kohle, das sage ich nicht. Oh, Höhle. Ich nehme bloß kurz die Kohle mit. Da kann ich nicht widerstehen. Ich will, dass der Kohlekeller wieder voll wird. Oh, Eisen. Bei Eisen kann ich doch eigentlich auch nicht widerstehen. Aber ich muss. Wir haben eine Mission. Und die hat, oberste Priorität. Und es wird Nacht. Das ist nicht so gut. Wir bräuchten praktisch, ja, so eine kleine Notbehausung. Die Frage ist, wo baut man die jetzt so auf die Schnelle hin? Vor allem brauchen wir dafür viel Holz. Wir müssen uns beeilen. So. Schnell Holz fällen. Ach Mist, das war ein großer Baum. Na, ihr Schweine. Alles gut. Ja, hätten wir jetzt Wolle, könnten wir uns auch ein Bett machen. Wir hätten uns ein Bett mitnehmen sollen. Gut, das dürfte, denke ich, groß genug sein. Schwein, ich wohne hier. Du kannst hier nicht sein. Jedenfalls nicht lang. So. Spinnen sollten ja keine Probleme sein. Dann machen wir hier mal schnell halbwegs dicht. Okay, das finde ich so rum auch schöner. Das machen wir hier auch. Vielleicht kommt man ja öfter mal wieder. Dann brauchen wir hier drin mal eben eine Werkbank. Vors Haus setze ich mein Lagerfeuer.
Wir brauchen eine Tür. Eigentlich brauchen wir auch wirklich bloß eine. Und wir brauchen Stufen fürs Dach. Da haben wir jetzt keine Dreierraumhöhe, sondern bloß 2,5, aber es reicht ja. Es ist ja auch nur eine kleine Notunterkunft, in der wir irgendwie die Nacht ausharren. Viel mehr bleibt uns hier nicht übrig. Und ich würde gern Zäune nutzen als Fenster. Dann können wir rausschauen, aber es kommt nichts rein. Gut, und bevor jetzt die Nacht tatenlos da sitzt, machen wir halt den Boden rein. Was soll's? Wir haben ja jetzt eh nichts zu tun gerade. Während der Nacht. Ja. Ich könnte noch ein paar Zäune machen und da Schweine einsperren. Das wäre jetzt noch so eine Möglichkeit. Die Frage ist, soll ich mich jetzt wirklich rauswagen? Oh, da ist ein Skelett.